Für den nächsten entspannten Filmeabend zu Hause haben wir heute einmal die Netflix-Neuheiten für Februar für euch. Mit dabei ist Brooklyn Nine-Nine und Top Gun, ein Klassiker mit Tom Cruise. Viel Spaß beim Zusammenschnitt. Ob Serien, Filme oder Dokus, wir haben die Tipps der Redaktion für die Netflix-Highlights im Februar für euch zusammengefasst. Ein Klassiker aus dem Jahre 1986, den man unbedingt gesehen haben muss, Top Gun. Auf einer Elite-Kampfpilotenschule erwarten einen abkommandierten Piloten harte Konkurrenzkämpfe, eine heiße Romanze und viele Gefahren hoch oben in den Lüften. Ein Film mit Tom Cruise, den man unbedingt einmal gesehen haben muss. Und er zählt deswegen auch in unserem Tipp zu den Film-Highlights bei Netflix in diesem Monat. Wer mehr auf Horror steht, der sollte sich unseren nächsten Tipp aus der Redaktion nicht entgehen lassen. Netflix setzt den verstörenden Horrormeilenstein Blutgericht in Texas fort. Ein halbes Jahrhundert ist inzwischen vergangen, seitdem Leatherface ein grausames Massaker im texanischen Hinterland veranstaltete. Seitdem ist die Kettensäge verstummt und der Serienkiller untergetaucht. Ab dem 18. Februar wird es mit Texas Chainsaw Massacre also wieder so richtig schaurig und mit Sicherheit auch blutig. Für ordentlich viel Unterhaltung sorgen auch zahlreiche Serien wieder auf Netflix. Mit Staffel 7 meldet sich das 99-Revier wieder zum Dienst. Brooklyn Nine-Nine ist für lustige und spannende Unterhaltung bekannt. Für die 7. Staffel müssen sich die Fans der amerikanischen Krimi-Comedy-Serie auf ein paar gravierende personelle Veränderungen, aber auch auf ein Wiedersehen mit alten Bekannten einstellen. So viel können wir schon einmal vorweg verraten. Die Crew muss sich mit einer neuen Chefin anfreunden. Ab dem 25. Februar 2022 startet die neue Staffel Vikings Valhalla, bei der sich Wikinger gegenseitig im Kampf gegenüberstehen. Zu sehen gibt es das neue Abenteuer weltweit und exklusiv nur auf Netflix. Das Wikinger-Drama Vikings ist bereits bekannt und war ein Riesenerfolg bei Amazon Prime. Daran will Netflix anknüpfen und bringt uns statt Staffel 7 die Sequel-Serie Vikings Valhalla, die rund 100 Jahre nach dem Vikings-Finale spielt. Action und Unterhaltung in Animation gibt es außerdem mit dem Start einer weiteren Serie. The Cuphead Show startet bereits ab dem 18. Februar auf Netflix. Diese Animationsserie in Anlehnung an das Videospiel begleitet den übermütigen Tassilo und seinen leicht zu überredenden Bruder bei lustigen Eskapaden. Die erste Staffel sorgt also für viele Lacher, aber auch für unerwartete Aktionen. Wer sich für Dokumentationen interessiert und bei wahren Geschichten mitfiebern möchte, der sollte sich die neue Netflix-Doku Der Tinder-Schwindler unbedingt anschauen. Die True-Crime-Doku erzählt die Geschichte eines dreisten Betrügers, der sich bei Tinder als wohlhabender Playboy ausgab und dabei Frauen um ihr Geld bringen wollte. Nachdem diese ihm auf die Schliche gekommen sind, brachten ihn drei Frauen zur Strecke. Spannend, emotional und unglaublich. Falls euch unsere Zusammenfassung und Netflix-Tipps für den Februar gefallen haben, dann lasst uns gerne einen Like da und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr von Netflix sehen wollt. Wir sehen uns nämlich im März mit der Vorschau für den nächsten Monat und wir planen das Ganze natürlich auch für die anderen Plattformen à la Amazon, Prime Video oder Disney+.